Oliver, ich sage nur, ich habe gar keinen Eiswagen, weil du hast die Eiswagen. Du bist nämlich jetzt ein Eisverkäufer und verkaufst im Park Gelato. Dem Herrn Panzer ist gerade sein Hosenträger weggeplatzt. Panzer hat sich gerade der Schlüpfer gelöst. Warte mal gerade. Jetzt oh, da hast du ein bisschen zugelegt am Ende. Also, Olli, du bist der Eisverkäufer. Ja. Paul, du wärst jetzt hier der Kunde sozusagen. Geht schon mal hier in euren kleinen Park. Ah. Und ich würde aber trotzdem sagen, wir machen es noch ein bisschen schwerer. Weil jeder von euch hat immer nur einen Satz, um die Szene zu spielen. Und es geht nach dem Alphabet. Das heißt, der erste Satz beginnt mit A, der zweite beginnt mit Paul. B. Richtig. Richtig. Genau. Und so kämpfen wir uns bis zum Z. Und ich würde sagen, viel Vergnügen. Los geht's. Ah, eine deutsche Runzelatsche. Ja, beweisen Sie erstmal, dass das kein Gammeleis ist. Ciabatta-Eis. Drecksau, das riecht doch. Es schmeckt doch wunderbar. Verrunkelteile sehe ich. Ganz und gar nicht. Hier. Idiot, das ist Kühlflüssigkeit. Haben wir nicht eine Haar vergessen? Kann sein, aber Achselhaare. Lass mal sehen. Ja, Mama macht besser, ne? Natürlich, Mama macht alles besser. Oh, weißt du was? Tu mir lieber einen Becher. Pass mal auf, du Runzelatsche. Ich habe nur 8 besser. Quacksalber, dann besorg dir was anderes. Rate mal, was ich jetzt mache. Unterbrich mich, wenn es falsch ist, aber ist das nicht vorm Tee? Hatte jemand aufgepasst? Nee, was sind hier für Heinis am Werk, du? Welche Buchstabe, Dirk? Hä? Du bist, ja! Du bist die Scheiß-Schiedsrichter! Er macht, was er will mit den deutschen Alphabeten! Wo bin ich denn jetzt? Gib mir meine Scheiß-Buchstabe, mein Arsch schläft ein! Mach weiter mit der S. S, S. So. Hier bin ich wieder. Tut mir leid, ich muss los. Und wohin? Verflixt, das Kind ist eine Scheiße an. Was machst du denn? Also mag sein, dass er nicht buchstabieren kann, aber er weiß, in welchem Moment man seinen Arsch zeigen muss. Ja.